Hallo YouTuber und willkommen zur neuen Technik-Faultier-Video. Wenn ihr dieses Video sehen könnt, dann ist endlich das Google NDA zu den neuen Pixel 9er Smartphones gefallen. Ich weiß, die Amis und einige Auserwählte durften schon früher was dazu machen, die deutsche Presse aber erst ab jetzt. Und das Warten hat sich gelohnt, denn ich habe hier das Google Pixel 9 in dieser wunderschönen pinken Farbe, hoffentlich, und hier das Google Pixel 9 Pro XL in Hazel oder einfach nur Silber. Zwischen diesen Geräten ist eigentlich noch Platz für das normale Google Pixel 9 Pro, aber das kommt erst später, genauso wie das Google Pixel 9 Pro Fold, das neue Foldable, und genauso wie die Uhren und die Kopfhörer. So, ich habe genau diesen Teil zusammen mit einem Gag, dass der Oktober schon im August kommt, weil Google jetzt ein bisschen früher dran ist mit der Vorstellung der neuen Reihe, das vor ein paar Minuten schon mal gesagt, dann festgestellt, die Speicherkarte ist voll und ich habe nichts anderes gemacht, als nur mich über die neue Verpackung gewundert und diese Dinger hier schon abgezogen. Also, ausgepackt sind die noch gar nicht. Ich habe noch nichts gesehen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, Google bleibt sich treu und schickt mal wieder die Basisspeicherversion raus. Das Pixel 9 kommt mit nur mit 8 GB RAM, mit 12 GB RAM und die Pros mit 16 GB RAM. Speicherplatz hier 128, wahlweise dann Speicherverdopplung auf 256 und hier sind sogar 512 und 1 TB zusätzlich noch möglich. So, dann rupft man das hier ab, ne, hat sich vorher noch die Verpackung angeguckt und denkt sich, huiuiui, so richtig hochglanzgeil sieht das nicht aus. Ja, die Ummantelung schon, aber die Verpackung selber hat was von, was soll man sagen, recyceltem Klopapier oder sowas. Ja, ich weiß, Umweltschutz und Hauptsache die Geräte sind halt geil, aber ich meine, bei Einstiegspreisen von 900 Euro und dann 300 Euro mehr für die 9 Pro XL Version, ein bisschen Hochglanz hätte vielleicht auch noch sein können. Naja, gut, steht aber dann wenigstens drauf, was drin ist. Ach ja, und der dicke Hinweis, ne, such dir dein eigenes Netzteil. Aber genug des Spoilers, jetzt versuchen wir hier das hier noch rauszukriegen und das geht deutlich schwerer als beim anderen und na was, jetzt komm doch hier raus. Natürlich mal wieder nicht. Ich möchte ja nichts sagen. Vom Unboxing-Erlebnis. Die Cases packen wir gleich auch noch raus. Ich packe es einfach aus. Ich hatte es noch nicht in der Hand. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich freue mir jetzt gerade in Keks und hoffe einfach mal, dass diese Pink-Farbe wirklich so geil daherkommt, wie ich es mir einbilde. So, ach ja, oben. Oben, man geht auf Samsung, ne, packt Zeug in den Deckel. Ne, oh, rupf raus. So, bevor ich mich auf die Smartphones stürze, gucken wir erst noch das Papierzeug an und ihr seht, ja, wobei da unten drunter könnte ja noch ein Netzteil sein. Glaube ich nicht. So, dann haben wir hier, oh krass, einmal ein komplettes Telefonbüchlein. Das Kleingedruckte mit technischen Daten, langweilig. Den SIM-Karten-Tool, das war's. Keine Pixel-Aufkleber, nichts. Sehr schade. Und beim 9 Pro XL, genauso wahrscheinlich wieder beim 9er oder beim 9 Pro normal, gleich. Schade. Also da hätte ich ja so ein bisschen mehr Liebe gewünscht. Ne? So, holen wir die Geräte einmal kurz raus, gucken drunter. Trotz der pinken Farbe und trotz der silbernen Farbe, weiße Ladekabel. Mal gucken, ob man ja dieses Mal nur was anderes machen kann, als aufladen und auch Daten rüberschicken. Es ist USB-C auf USB-C. Geraten würde ich mal einen Meter tippen. So. Einmal zur Seite und dann haben wir unsere in Reißpapier eingewickelten Geräte. Und schönes Papier. Also das fühlt sich jetzt gerade nett an. So, rufe ich es aus. Nein, man kann es rausziehen. Erster Eindruck gerade. Wir haben das ja jetzt mit 6,3 Zoll. Ich weiß, ne, Googles Problem die ganzen Jahre immer das normale Pro und dann das XL oder das, also das normale Pixel und dann das Pro, das größere. Da haben ja viele geschrien, mach das doch mal kleiner. Ich weiß, das ist die normale Version, ähnelt bis auf den G4 und vielleicht im Kamera-Update sehr dem Vorgänger. Oh, ist das shiny. Guckt euch diesen glänzenden Rahmen an. Alter, was ein Unterschied. Oh, die fühlen sich mega an. Ich habe keine Ahnung, was das für am Rahmen ist. Ja, das normale ist jetzt hier in dieser pinken Version, der Alu, mattiertes Alu. Fühlt sich ein bisschen rauer an. Aber das hier, ich will nicht sagen so eine, ich klinge jetzt total bescheuert, cremige Umrandung, so ein cremiges, es fühlt sich an wie weiches Metall, aber
Es ist natürlich, es könnte jetzt hier T1000 oder T2000 Terminator sein mit flüssigem Liquid Metal oder sowas. Oh, fühlt sich super an. Ich mache jetzt hier keine, ne, dass hier diese Dominions-Aussparung, meine Designsprache wäre es nicht. Angst vor Staub muss man meiner Meinung nach nicht haben. Google zieht es konsequent durch, dass sie den Rahmen jetzt bis da ziehen, habe ich mir bisher eingebildet. Führt dann dazu, wenn man die Dinger dann hinlegt und dann hier unten, ah, es wackelt nichts. Herrlich. Herrlich, sage ich an dieser Stelle. Ich meine, wenn man sich dann die Kollegen da anguckt. Ne? Kein Kommentar. Deswegen, das ist schon mal optisch, von der Bedienung aber mega. Kommen wir zum Größenunterschied. 6,3 Zoll, genau wie das Pixel 9 Pro dann 6,3 Zoll haben soll. Und dann hier die 6,8 vom Pro XL. Ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn man es dann drauf guckt. Von der Breite auch nochmal. Oh ja, oh ja. Definitiv, ich will nicht sagen handschmeichlerig, aber fühlt sich nett an. Aber das, also ich als jemand, der immer Max- oder Plus-Geräte benutzt hat, schön. Und diese Umrandung, ja, cool, ihr seht jetzt hier schon die Fingerabdrücke, ne? Vielleicht ist das in einer anderen Farbe dann ein bisschen anders. Aber das Gefühl von dem Ding, mega, finde ich gerade wirklich, wirklich gut. So, wir gehen mal ganz kurz ums Gerät rum, können wir auch direkt gucken. Lautstärke wippen wieder unter, an und aus. Als Rechts- und Linkshänder hat man damit keine Probleme mit der Bedienung. Und ihr seht es, ich komme mit beiden, ne, an beides ran. Ich kann ja mal ganz kurz tauschen, wenn ich so habe, ne, lauter, leise und ne, Linkshänder, Zeigefinger, um an- und auszukommen, muss man doch ein bisschen sehr strecken oder lange Finger haben. Aber handlich gerade, schöner erster Eindruck. Tasten passen auch, wackelt nichts, klappert nichts, ich habe Antennenstreifen, Mikrofon unten. Was ist das hier, dieses hier, ne, UWB, nicht UWB, wie heißt es? Ah, hier Sub-5G-Antenne wahrscheinlich oben, nur beim Pro. An der Seite dann die CE-Kennzeichnung, die hier echt krass auffällt. Da lachen sich die Amis wieder schlapp, wie die Europäer sowas wieder kennzeichnen und dann das Design verschandeln. Unten Lautsprecher, USB-C, Mikrofon und unser SIM-Kartenschacht. Und auf der Rückseite, ihr seht es, die Kameras unterscheiden sich. Nein, das sind keine drei Linsen, das ist was auch immer noch mal für einen Sensor. Ich habe eine 50-Megapixel-Hauptkamera, 48-Megapixel-Weitwinkel und das Pro hat noch mal andere Kameras, aber auch 50, 48 und noch mal eine 48-Megapixel, ich glaube, fünffach optische Zoomlinse. Na, das ist dann die hier, da sieht man hier wieder diese Prisma-Anordnung. Na, und das haben wir ja. Oh ja, und wir haben natürlich das größere Display, wir haben noch mal den größeren Akku, 4700 mAh und hier sind es, glaube ich, 5060 Pi mal Daumen. Na, klar, die Pros spielen nochmal in der anderen Liga. Das normale 9 Pro ist ja wie das XL. Von der Leistung, von den Fähigkeiten, alles identisch. Google hat nur gesagt, das XL ist für die Leute, die einfach nochmal ein größeres Gerät wollen. Warten wir mal ein bisschen ab, auch mit dem Vergleich zum 9 Pro dann irgendwann mal, wie sich da vielleicht doch noch was in der Akkulaufzeit schlägt. Aber erster Eindruck, schön. Gleichzeitig muss ich sagen, Basisversion mit 128 GB für einen Preis von 900 und 1200 Euro, boah, das normale 9 Pro liegt ja dann bei einem 100er weniger als das XL. So, und jetzt gucken wir uns noch, was es für bei den Hüllen gibt. Ne? Kosten beide, egal welche Größe, groß, klein, mittel, 40 Euro. Auch in der Plastik-Verpackung. Ja, auch wieder in Papier gewickelt. Einmal, zweimal. Gucken wir uns die auch fix noch an. Und da sehen wir, und können wir es rausziehen. Eins, zwei. Oh doch, das war jetzt, das hier fühlt sich, eben dieses, bei den Smartphones war das Papier drumherum, fühlte sich auch schon gut an. Hier ist es irgendwie, ne? Dafür fühlen sich dann die Cases wieder ganz angenehm an. Sind Gummicases, sind Kunststoffcases, 40 Euro, naja, müssen wir mal gucken, was die Dinger so taugen. Ah toll, viel zu stark drücken darf man nicht, dann macht es nämlich Knack und dann hast du hier oben dieses, hast du schon Knick in der USB-C-Abdeckung. Wobei, das habe ich jetzt gar nicht so gedrückt und es sieht auch schon so aus. Innen ausgeflauscht, ja okay, sind aber jetzt vom ersten Eindruck, ne, normale Gummi und auch rutschige kleine Schlösserlein. So, aber gehen, mega leicht anzubringen. Also fürs Drüberstülpen war das jetzt gerade, also es war jetzt so ein Gefühl, so ein Erlebnis, hatte ich bisher, glaube ich, noch bei keinem Gerät. So, ansonsten, die Dinger sind schön umrandet, sehen halt aus wie verkleidete Minions jetzt, sind aber sowas von rutschig jetzt. Also eben das glatte, ne, hier glatte Alu-Umrandung oder hier ist angeraute Alu-Umrandung. Aber hier, alter Falter, also das ist mega rutschig gerade. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das gut finde.
Tasten nach wie vor, ja, ein bisschen härter zu drücken, aber auch die Lautstärkenwippe gut abgesetzt für lauter und leiser. Doch, das geht in Ordnung. So, dann kriegt man sie dann auch wieder problemlos runter. Schön. Schön, schön, schön. Also da muss ich jetzt gerade kurz mal, trotz der Rutschigkeit, ne, wer lieber den Schutz fürs Gerät haben möchte, ja, okay. Aber wenn man, ist es jetzt wieder dünn und leicht und in Relation überhaupt nicht mehr so rutschig. Und vor allem, guck mal hier, das Pinke ist ja dann doch glossy, aber keine Fingerabdrücke. Also gut, jetzt sagt der eine oder andere, ja, hier, das Filz von der Hülle hat das jetzt wieder gerade sauber gemacht. Aber nein, das glaube ich nicht. Guckt euch das mal an. Das ist echt mal eine Fingerabdruck, nicht Fingerabdruckanfällige Rückseite, obwohl es glossy ist. Hier haben wir es ja eher in matt gehalten, da kommen auch keine Fingerabdrücke. Naja, dafür in den Rahmen, hatten wir ja eben schon gesehen. Gut, so, aber erster Eindruck, einfach nur so, zur Verpackung und zum Zubehör habe ich mich ja schon ausgelassen, vom ersten Gefühl in der Hand, was die Geräte angeht, super. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.